Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Guten Abend. Es sind jetzt bereits fast 85 Stunden, in denen die Europäische Union quasi mit sich selbst kämpft. So lange sitzen die Staats- und Regierungschefinnen und Chefs bereits beim EU-Gipfel in Brüssel zusammen. Und noch ist kein Ende in Sicht. EU-Ratschef Charles Michel, der diesen geschichtsträchtigen Gipfel leitet, sah sich zwischenzeitlich gezwungen, eindringlich an die Anwesenden zu appellieren, diesen Gipfel nicht scheitern zu lassen. Denn es geht um viel. Das beispiellose Milliarden-Euro-schwere Aufbauprogramm, das die Corona-Krise vor allem in den südeuropäischen Ländern abfedern soll, ist Stand jetzt wohl schon mal beschlossene Sache. Doch noch zu viele Punkte sind offen, als dass Michel sich zurücklehnen und von einem Erfolg sprechen könnte. Eines zeigt dieser Brüsseler Marathon aber schon jetzt. Am Ende ist sich fast jeder doch selbst am nächsten. Bettina Scharkus. Etwas zerzaust und den Schlips leger umgehängt, das zähe Ringen in Brüssel hat Spuren hinterlassen, zumindest beim ungarischen Premier Orbán. Der will nicht nachgeben im Streit um Rechtsstaatlichkeit und Meinungsfreiheit in seinem Land. Doch auch die Gegenseite bleibt hart. Luxemburg und andere fordern, wer Pressefreiheit und Justizrechte verletzt, soll weniger EU-Mittel bekommen. Über Werte werden wir hier nicht verhandeln. Auf europäische Werte gibt es keinen Rabatt, auch nicht auf Rechtsstaatlichkeit. Dazu werden wir Nein sagen. Es geht um Werte und um extrem viel Geld. Was müssen die europäischen Steuerzahler aufbringen, um von Corona-gebeutelten Ländern wie Spanien und Italien wieder auf die Beine zu helfen? Beide Länder haben großen Finanzbedarf. Wir dürfen unsere Ziele nicht aus den Augen verlieren. Wir müssen Europa wieder aufbauen, es wettbewerbsfähiger und resistenter gegen Krisen machen. Doch Staaten wie Österreich oder die Niederlande fordern mehr Reformen von den Südländern und wollen weniger Milliarden Euro zuschießen. Ich sehe mich als jemand, der für die Belange der Bürger und der Steuerzahler kämpft. Es ist wichtig, dass Europa stärker aus dieser Krise kommt. Von den ganzen Hintergrundgeräuschen lasse ich mich nicht ablenken. Damit dieser Gipfel nicht komplett im Chaos endet, gab es am frühen Abend dann erste Signale zu einem Konsens. 390 Milliarden Euro Corona-Zuschüsse soll es geben. Das ist weniger als ursprünglich geplant. Dazu 360 Milliarden Euro Hilfskredite, die zurückgezahlt werden müssen. Der neue Vorschlag zeigt die Früchte von intensiver Arbeit. Die Verhandlungen waren extrem schwer, aber wir wollten so verhandeln, dass wir vereint bleiben. 20 Jahre zurück, nach Nizza muss man schauen, um ein ähnlich zermürbendes EU-Treffen zu finden. Damals stritten 15 Staatenlenker fast 90 Stunden lang um EU-Osterweiterung und die Stimmenverteilung im Ministerrat. Diesen Längenrekord von Nizza könnte der Europäische Rat in Brüssel nun sprengen. Vom längsten Gipfel der EU-Geschichte ist man an diesem Abend nicht mehr weit entfernt. Und in Brüssel beobachtet seit Freitag Markus Preis den Gipfel. Nun hat es am Abend einen ersten Durchbruch gegeben. Kann man das wirklich Durchbruch nennen? Ja, das ist die Frage, wie streng man einen Durchbruch definiert. Also formal beschlossen ist alles erst, wenn man eben hier abgereist ist. Allerdings, glaube ich, ist das schon eine Art Durchbruch, dass man sich jetzt auf 390 Milliarden Euro Zuschüsse geeinigt hat. Warum? Weil Charles Michel, der Ratspräsident, sich jetzt lange geweigert hat, eine neue Zahl zu nennen. Er hat die ganze Zeit gesagt, dass er das erst tut, wenn er wirklich davon ausgeht, dass es keinen Widerstand mehr gegen diese Zahl geben wird. Heute Morgen hatte man schon damit gerechnet und jetzt am Abend hat er es eben getan. Also von daher, glaube ich, ist das die Grundlage und man muss auch sehen, das ist auch eine wichtige Basis für die weiteren Gespräche. Es gab viel Kritik, dass man in den vergangenen Tagen so viel darüber geredet hat, wie die Auszahlung der Gelder kontrolliert wird, ohne dass man überhaupt gewusst hat, um wie viel Geld es überhaupt geht. Ja, besiegelt ist ja noch lange nichts. Der ungarische Regierungschef Orbán könnte ja auch noch alles zum Kippen bringen. Genau, denn es geht um die Frage Rechtsstaatlichkeit und ist die eine Bedingung für Gelder aus dem EU-Haushalt? Genau darum drehen sich jetzt die Diskussionen. Hier hinter mir im Gebäude sitzen die Regierungschefs jetzt zusammen und da wird es auch noch mal richtig zur Sache gehen. Denn momentan liegt ein Vorschlag von Charles Michel auf dem Tisch, der im Prinzip vorsieht, dass die EU-Kommission, wenn sie das Gefühl hat, da gibt es Rechtsstaatsverletzungen oder ganz präzise Kriterien sollen dafür ausgearbeitet werden, dass sie dann Gelder streichen kann.
Michel schlägt vor, dass das von ungefähr einer Zweidrittelmehrheit, das nennt sich die qualifizierte Mehrheit in der EU, 15 Staaten, die mindestens 65% der Bevölkerung ausmachen, die müssen dem dann zustimmen. Für Orbán ist das zu viel, zu streng. Für andere Länder ist das viel zu wenig. Die sagen, es müsste umgekehrt sein. Nur wenn eine Mehrheit der Staaten gegen die Kürzung stimmt, dann gibt es keine Kürzung. Darüber wird jetzt verhandelt werden. Und neben Viktor Orbán steht auch der polnische Ministerpräsident Morawiecki. Der hat auch noch mal gesagt, ein solches Verfahren würde er nicht akzeptieren. Es wird ja noch viele Stunden brauchen bei diesem außergewöhnlichen Gipfel. Wie sehr leidet denn Europa selbst unter dieser extremen Uneinigkeit? Man muss das ein bisschen vergleichen mit dem, was vor dem Gipfel auch von eigentlich allen Regierungschefs gesagt wurde. Man möchte hier ein Zeichen setzen, dass man geschlossen ist, solidarisch und auch großzügig miteinander, dass man als Einheit in der Welt auftreten will. Die letzten Tage haben wir, auf Deutsch gesagt, sehr viel Gezänk gesehen, sehr viel nationale Egoismen, auch sehr strenge, sehr scharfe Worte. Da war von Hass untereinander die Rede zwischen den Regierungschefs. Da war die Rede von Erpressung. Also das wird sicher Spuren hinterlassen haben und auch die Regierungschefs, auch die Diplomaten, mit denen man hier sprechen kann, die sagen, dass das natürlich kein gutes Bild war. Was meinen Sie, wie wahrscheinlich ist eine Einigung heute? Schwierige Frage, weil ich mich die letzten Tage schon mehrfach geirrt hätte dabei. Wir haben gerade eben noch mal mit einem Diplomaten gesprochen. Der hat gesagt, gehen Sie auf jeden Fall davon aus, dass vor früh morgens nichts passieren wird. Ich denke aber trotzdem, dass bei allen der Willen da ist, zu einer Einigung zu kommen und auch wieder nach Hause zu kommen. Aber wie gesagt, zum Beispiel die Rechtsstaatlichkeit ist da noch ein ganz dicker Balken, der da noch im Weg liegt. Danke, Markus Preiß in Brüssel. Und Sie werden das weiter für uns beobachten. Ja, die schwindende Solidarität in Europa, kommentiert Isabel Schajani vom Westdeutschen Rundfunk. Man wurde in den vergangenen 4 Tagen den Eindruck einfach nicht los. In Brüssel ringen etliche Politiker gerade um mehr Ich und um weniger Wir. Um mehr national und um weniger europäisch. Auch wenn es jetzt eine Einigung bei der Höhe der Zuschüsse gibt. Es wirkt ein bisschen wie ein Ich-Virus. Der kann sich bei einigen handelnden Personen so ausdrücken. Der Niederländer Rutte, der denkt vielleicht an seine nächsten Wahlen im Frühjahr. Der Österreicher Kurz an seine Steuerzahler daheim. Und der Ungar Orbán, der möchte, dass er Politik machen kann, wie er will und nicht wie die EU will. Das hat, ob man das jetzt Ich-Virus, Egoismus oder Me First nennt, 2 gefährliche Folgen. Erstens, es schadet dem Zusammenhalt, der Einheit in der EU. Und zwar so. Länder schließen sich zu Gruppen zusammen. Das ist natürlich nichts Verbotenes. Die Visegrad-Staaten, die hängen ja schon länger zusammen. Aber jetzt lernte man dieses neue Team kennen, die Frugal Five, die 5 Sparsamen. Der österreichische Kanzler hat diese Gruppe ja selbst so tituliert. Sparsam soll wohl heißen, die anderen hauen das Geld raus und wir sorgen dann für Ordnung. Aber die Wirkung, Herr Kurz, in der EU, die nicht in Topform ist, ist, es entsteht noch mehr Uneinheit, Spaltung, Entsolidarisierung. Das Ich-Virus macht sich breit. Zweitens, das Ich-Virus schadet der europäischen Idee. Es frisst sie von innen auf. Das ist die Idee, dass es allen in Europa gut geht und die Idee von 27 Rechtsstaaten. Wenn der Preis für die Einigung der Zuschüsse heute allerdings ist, dass Ungarn und Polen mit ihrem Modell von Politik durchkommen, dann bitte noch sehr lange weiterverhandeln. Aber was wäre die Alternative zu diesem Europa? Es wäre mehr Ich und weniger Wir. Mehr Nation, weniger EU. Es wäre das Ende von der Kraft einer Idee und von Werten, die Grenzen fallen lassen und Kriege unmöglich machen. Die Meinung von Isabel Schajani. Wenn diese Tür in wenigen Tagen an der Synagoge der jüdischen Gemeinde in Halle an der Saale ausgetauscht wird, dann wird der 9. Oktober 2019 noch einmal schmerzlich in Erinnerung gerufen werden. Der Tag, an dem diese Tür dem Angriff eines mutmaßlichen Rechtsterroristen standhielt und mehr als 50 Jüdinnen und Juden vor dem mörderischen Plan des Angreifers bewahrte. Sie ist zu einem Mahnmal geworden und soll bald ausgestellt werden. Morgen beginnt der Prozess gegen den mutmaßlichen Attentäter, der gescheitert ist an dieser Tür, der 2 Menschen tötete, einen von ihnen in einem Dönerimbiss. Sven Knobloch über eine Tat, die noch immer viele Fragen aufwirft und Hallenserinnen und Hallenser, die nicht vergessen können.
Halle am Abend. Rund 250 Menschen sind zu einer Mahnwache zusammengekommen. Sie wollen Solidarität zeigen mit den Opfern des Anschlags vom 9. Oktober, sich gegen Rassismus und Antisemitismus stellen. Mit dabei ist auch Igor Matwiez, Mitglied der jüdischen Gemeinde. Viele Gemeindemitglieder hätten sich nach dem Anschlag zurückgezogen, beobachtet er. Die Angst, die davor vielleicht eher so theoretisch war, ist halt nach dem Anschlag bestätigt worden. Und daher gibt es einfach im Alltag viel mehr Vorsicht als zuvor. An Yom Kippur, dem höchsten jüdischen Feiertag, hatte der Attentäter versucht, hier in die Synagoge von Halle einzudringen. Die Einschusslöcher sind noch immer an der Tür zu sehen. Dass die Tür damals hielt, ein Wunder, sagen viele. Max Priworotzki ist der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde. Er war damals in der Synagoge. Die Erlebnisse verfolgen ihn im Alltag. Jetzt, wenn ich höre, dass Helikopter in der Luft ist, dann habe ich etwas, ich kann nicht sagen, dass ich Angst habe, aber das Gefühl ist unangenehm. Weil an dem Tag, am 9. Oktober, es waren sehr viele polizeiliche Helikopter in der Luft und wir wussten nicht, was draußen ist. Ihn besorgt, dass Antisemitismus in Halle weiter offen gezeigt werden könne. Jede Woche ruft ein stadtbekannter Neonazi zu Corona-Demos auf dem Marktplatz auf, präsentiert dort und in seinem Online-Shop den Judenstern als Zeichen für Impfgegner oder Dieselfahrer. Halles Oberbürgermeister sagt, die Stadt könne nichts machen. Hier überwiege das Versammlungsrecht. Gegen Antisemitismus helfe nur Engagement im Alltag. Deshalb ist es wichtig, natürlich, dass man immer wieder aufmerksam macht, wenn solche Dinge auftreten, dass die Bürger und Bürgerinnen unserer Stadt hinsehen und dann auch handeln, so wie wir es auch gemacht haben mit den Identitären, die hier ein Hausprojekt hatten. Und die Stadtgesellschaft hat sie letztendlich aus der Stadthalle vertrieben. Es wird immer eine Narbe zurückbleiben in seiner Stadt, meint der Oberbürgermeister. Deutlich zeigt sich das auch am zweiten Tatort vom 9. Oktober, diesem Dönerimbiss nur wenige hundert Meter von der Synagoge entfernt. Im Laden gibt es einen kleinen Gedenkort für die zwei Opfer des Anschlags. İsmet Tekin war damals hier Angestellter. Er war kurz vor die Tür gegangen. Auf der Straße flogen die Schüsse über seinen Kopf hinweg. Das wünsche ich mir, dass niemand sowas zum Erleben. Das ist ein schrecklicher Tag. Vergessen kann man nie. Das werde immer mit dir mitkommen, egal so lange, wenn man lebt. Er schläft schlecht, muss kämpfen, sagt er, auch wirtschaftlich. Nach dem Anschlag hatte İsmet den Laden übernommen, wollte, dass es hier trotz allem weitergeht. Doch viele Stammkunden würden nun wegbleiben. Wie Deutsche sagen, Hoffnung stirbt zuletzt. Werden wir sehen, was in Zukunft kommt. Im Prozess gegen den Attentäter wird İsmet Tekin als Nebenkläger dabei sein, genau wie Max Priworotzki. Er hofft, durch das Verfahren besser zu verstehen, warum bei dem Attentäter aus antisemitischen Gedanken Taten wurden. Wenn man versteht, wie diese Entwicklung in einem Mensch läuft, dann möglicherweise kann man auch besser voraussehen und manche Terroranschläge in der Zukunft verhindern. Auch morgen wird es vor dem Gericht eine Mahnwache geben. Die Forderung, die Aufarbeitung des rechtsextremen Anschlags müsse auch in der Stadt unbedingt weitergehen. Ab morgen steht der Angeklagte in Magdeburg vor Gericht und Markus Spieker wird den Prozess dort für uns begleiten. Was erwarten Sie vom ersten Verhandlungstag? Ja, ich erwarte erstmal eine lange Schlange vor dem Gerichtssaal wegen der strengen Sicherheitsvorkehrungen. Der Verhandlungstag ist ja für ungefähr 300.000 Euro nachgerüstet worden. Dann erwarte ich einen sehr vollen Gerichtssaal. Heute bei der Pressekonferenz waren schon 50 Journalisten da, morgen sicher doppelt so viele. Dann die Besucher, die Nebenkläger und vor allem bin ich gespannt auf den Angeklagten, der morgen das Recht bekommen wird, sich zu äußern. Ob er davon Gebrauch machen wird, wissen wir nicht. Sicher ist, er wird während des ganzen Prozesses eine Fußfessel tragen, wegen Fluchtgefahr, hat ja schon mal versucht, aus der Untersuchungshaft zu fliehen. Also das wird morgen sicher ein sehr, sehr wichtiger, spannender Tag. Von einem solchen Prozess erhoffen sich vor allem auch die Nebenklägerinnen und Kläger mehr Informationen zu den Hintergründen der Tat. Was ist denn da zu erwarten? Also vom Angeklagten wurde die Tat ja bereits zugegeben. Es liegt inzwischen auch ein Gutachten eines renommierten Psychiaters vor, der dem Angeklagten eine schwere narzisstische Persönlichkeitsstörung bescheinigt mit einer autistischen Komponente. Also es handelt sich um einen Mann, der sich sehr schwer tut, soziale Kontakte herzustellen, aber gleichzeitig in seiner Selbstüberschätzung anderen die Schuld gibt, in diesem Fall dem Hirngespinst einer jüdischen Weltverschwörung. Es wird natürlich interessant sein zu sehen, ob sich das im Verlauf des Prozesses erhärtet und ob der Angeklagte tatsächlich ganz im Dunkeln seine Tat vorbereitet hat oder ob es doch im Vorfeld nicht Anzeichen gegeben hat, die sein Umfeld, seine Mutter beispielsweise, hätte sehen können.
Viele warnen davor, den Angeklagten als isolierten Einzeltäter abzutun. Kann der Prozess denn helfen, mögliche größere Zusammenhänge aufzuarbeiten? Ja, selbst wenn der Angeklagte tatsächlich ein sogenannter Lone Wolf, ein einsamer Wolf war, war er doch Teil einer größeren Internetherde, einer virtuellen Community aus Verschwörungstheoretikern und gewaltbereiten Fremdenhassern. Sein großes Vorbild war ja jemand, der ganz ähnlich vorgegangen ist, der Attentäter im neuseeländischen Christchurch, der beim Angriff auf eine Moschee 52 Menschen ermordet hat. Und vielleicht hilft ja der Prozess, mehr Licht in das Dunkel dieser dunklen Welt zu bringen und auch Hinweise zu geben, wie man solche Taten im Vorfeld künftig verhindern kann. Danke, Markus Spieker in Magdeburg. Gerne. Bald ein halbes Jahr ist es nun her, dass die Briten Europa Bye-bye gesagt haben. Bis Jahresende bleiben sie zwar noch in Zollunion und EU-Binnenmarkt, in diesem Trennungsjahr aber muss das Verhältnis zur EU neu geordnet werden. Heute wurde in den Brexit-Verhandlungen die nächste Runde gestartet. Unterdessen werden auf der Insel Fakten geschaffen und die Bürger bekommen langsam zu spüren, was Brexit bedeutet. Unsere Korrespondentin hat sich das einmal angeschaut in der Grafschaft Kent, nahe Dover und Folkestone, von wo aus sich die Lkw per Frachtzug durch den Eurotunnel gen Kontinentaleuropa aufmachen. Dort im kleinen Örtchen Mersham bekommen sie jetzt hautnah mit, was der Abschied aus der EU für sie bedeutet. Und das wiederum öffnet manch einstigem Brexit-Befürworter die Augen. Annette Dittert. Es ist ein idyllisches Fleckchen Land, Mersham in Kent, kurz vor Dover. Genau das aber wird der Gegend nun zum Verhängnis. Seit Freitag werden die Felder vor Mersham abrasiert und zubetoniert. Der erste Spatenstich für einen über 100.000 Quadratmeter großen Zollabfertigungsplatz, Teil der 800 Millionen Euro teuren Brexit-Infrastruktur an der Grenze vor Dover, wie der zuständige Minister Michael Gove vor einer Woche im Parlament erklärte. Das wird dafür sorgen, dass wir bereit sind, wenn wir die Kontrolle über unsere Grenzen zurückholen. So legen wir das Fundament für die effektivste Grenze der Welt. Was Gove elegant verschwieg, war, dass die Bagger in Mersham zu dem Zeitpunkt bereits anrollten. Die Anwohner wurden erst informiert, als es schon passiert war. Sie haben es einfach hinter unserem Rücken getan. Der Brief kam am Donnerstag, aber angefangen mit den Arbeiten haben sie am Montag vorher. Jean und Malcolm waren gegen den Brexit und haben den Versprechen der Regierung, er werde schmerz- und mühelos nie getraut. Dass es sie jetzt aber so direkt betrifft, macht beide wütend. Sie sind Lügner. Sie haben die Leute in die Irre geführt. Und der Beweis dafür, den können sie jetzt da drüben besichtigen. 200 Yards across the road. It's happening. Und mein Leben ist dadurch ruiniert. My life has been ruined now. Ihr Nachbar Stuart hatte für den Brexit gestimmt, weil er ihn für einen Befreiungsschlag hielt. Seine Hundepension grenzt demnächst direkt an den Zollplatz, auf dem pro Tag dann mehr als 1000 Laster abgefertigt werden. So hatte er sich das alles nicht vorgestellt. Die Realität holt uns jetzt ein. Leute wie mich trifft das jetzt. Kleine Unternehmen, die dem nicht viel entgegensetzen können. Ob er dennoch wieder für den Brexit stimmen würde? Wir haben damals auf der Basis der Informationen abgestimmt, die wir hatten. Ich glaube nicht, dass viele wussten, was das bedeuten würde. Die Kosten und all das. Nein, ich würde heute nicht wieder dafür stimmen. Die einzigen, die froh darüber sind, dass aus dieser Wiese nun ein riesiger Parkplatz wird, sind die Lastwagenfahrer, die allerdings darüber hinaus noch ganz andere Sorgen haben. Der Zollplatz, auf dem Sie da gerade sitzen, ist das eine. Aber wir brauchen ja auch noch viele 10.000 Zollbeamte, die trainiert werden müssen. Wie das bis Januar gehen soll, weiß ich nicht. Aber dieser Platz ist schon mal besser als nichts. Die Kirche darf übrigens stehen bleiben. Der Zollplatz allerdings wird direkt an Sie ranreichen. Der Ruhe im idyllischen Mersham dürfte der Brexit damit ein jähes Ende setzen. In Frankfurt am Main haben Feiernde am Wochenende randaliert und Einsatzkräfte der Polizei angegriffen. Jetzt zieht die Stadtverwaltung erste Konsequenzen. Damit beginnen weitere Nachrichten mit Jens Rieber.
Die Stadt Frankfurt am Main reagiert mit verstärkten Kontrollen und Beschränkungen auf die Krawalle vom Wochenende. Unter anderem soll der Opernplatz im Zentrum der Main-Metropole vorerst Freitag und Samstagnacht gesperrt werden. Meist junge Randalierer hatten dort, wie schon bei den Ausschreitungen in Stuttgart vor 4 Wochen, Polizisten attackiert. Mehrere Beamte wurden verletzt, es gab fast 40 Festnahmen. In Berlin haben Vertreter von Politik und Bundeswehr an die Widerstandskämpfer des 20. Juli 1944 erinnert. Die Gruppe um Oberst Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, hatte vor 76 Jahren den Versuch unternommen, Hitler zu töten. Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer warnte bei einem anschließenden Rekrutengelöbnis vor rechtsextremen Tendenzen in der Bundeswehr und rief dazu auf, diesen entschlossen entgegenzutreten. Im Zusammenhang mit dem milliardenschweren Bilanzskandal bei Wirecard erhöht der Bundestag den Druck auf die Regierung. Finanzminister Scholz und Wirtschaftsminister Altmaier sollen kommende Woche dem Finanzausschuss in einer Sondersitzung Rede und Antwort stehen. Dabei geht es sowohl um mögliche Fehler der Aufsichtsbehörden als auch um die Frage, ob sich Regierungsvertreter noch für Wirecard einsetzten, als bereits Unregelmäßigkeiten vermutet wurden. Erstmals seit Ende Februar hat der deutsche Aktienindex bei Handelsende wieder die 13.000-Punkte-Marke geknackt. Vor allem Berichte über Fortschritte bei der Entwicklung von Corona-Impfstoffen beflügelten die Kurse. Davon profitierten auch deutsche Unternehmen wie CureVac und BioNTech. Mehr dazu von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse. BioNTech testet gleich 4 Impfstoffkandidaten gegen Covid-19 am Menschen. Hierbei arbeiten die Mainzer mit Großkonzernen aus der Pharmabranche zusammen, wie der weltweiten Nummer 1 Pfizer aus den USA. 2 Impfstoffe davon sind in einem beschleunigten, vereinfachten Zulassungsverfahren. Bei CureVac hat sich der britische Pharmakonzern GlaxoSmithKline mit 10% beteiligt. Gemeinsam will man in den kommenden Jahren bis zu 5 Impfstoffe entwickeln. Nicht nur gegen Covid-19, auch gegen andere Viren und Infektionskrankheiten, die künftig zunehmen könnten. Einen Covid-19-Impfstoff könnten die Großkonzerne schnell in Masse produzieren. Die deutschen Biotech-Firmen bringen dafür das Forschungswissen mit, das den Großkonzernen fehlt. Die Aktien der genannten Firmen stiegen heute erneut. Die politischen Spannungen zwischen Großbritannien und China verstärken sich. Die Regierung in London setzte heute das Auslieferungsabkommen mit Hongkong aus. Zudem wurde ein für China geltendes Waffenembargo auch auf die chinesische Sonderverwaltungszone ausgeweitet. Der britische Außenminister Raab begründete den Schritt vor allem mit dem neuen chinesischen Sicherheitsgesetz für Hongkong. Es erlaubt den chinesischen Behörden in Hongkong, gegen alle Aktivitäten vorzugehen, die vermeintlich die nationale Sicherheit bedrohen. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben als erstes Land im arabischen Raum erfolgreich eine Sonde in Richtung Mars geschickt. Heute Morgen wurde sie auf einer japanischen Trägerrakete vom Weltraumbahnhof Tanegashima aus ins All befördert. In 7 Monaten soll die Sonde die Umlaufbahn des roten Planeten erreichen. Für ein komplettes Marsjahr, also knapp 700 Tage, soll sie dort Wetterveränderungen beobachten. Die Emirate wollen sich mit Investitionen in neue Technologien unabhängiger vom Erdölgeschäft machen. Um die vorletzte Jahrhundertwende war es die Attraktion in europäischen Zoos, wie im Hamburger Tierpark Hagenbeck. Menschen aus anderen Kulturen wurden aus Afrika, Grönland oder Südamerika nach Deutschland verschifft und dort dem Publikum präsentiert. Völkerschau nannte man das. Was in Wahrheit nichts anderes war als ein unwürdiger Menschenzoo. Nun werfen manche im Zuge der Debatte um Black Lives Matter, um Rassismus auch bei uns in Deutschland, neues Licht auf diesen Teil der deutschen Kolonialgeschichte, den andere gerne im Dunkeln belassen würden. Monika Nitschilski berichtet. Ein Hamburger Wahrzeichen, der Tierpark Hagenbeck. 1,8 Millionen Besucher jährlich. Straßen und Haltestellen sind nach dem Gründer benannt. Modou Touré war schon als Grundschüler hier. Sein Vater erzählte ihm später von den Völkerschauen. Wegen seiner eigenen Hautfarbe empfindet er es als besonders demütigend. Seitdem hat ihn das Thema immer wieder beschäftigt. Gemeinsam mit seinem Freund Henry erhebt er nun seine Stimme. Gegen das Verdrängen, für eine Erinnerungskultur. Es ist immer noch schlimm, dass die meisten das nicht wissen. Also viele wissen es einfach nicht. Die Leute sind nicht aufgeklärt. Der Zoo arbeitet auch nicht daran, dass die Menschen aufgeklärt sind. Wir fordern, dass der Tierpark sich mit seiner Geschichte auseinandersetzt. Nicht nur, damit der Tierpark
für sich damit abschließen kann, sondern auch damit die Menschen davon erfahren und ein Bewusstsein dafür in der Bevölkerung geschaffen wird, dass das, was damals passierte, auch wirklich starke Auswirkungen auf unsere heutigen gesellschaftlichen Strukturen hat. Von 1874 an veranstaltete Zoogründer Karl Hagenbeck sogenannte Völkerschauen. In einer Zeit, als das Reisen noch beschwerlich war, holte er das Fremde in erreichbare Nähe. Mit großem Erfolg. Bald tourten seine Schauen durch ganz Europa. Mit der Realität hatten diese Spektakel jedoch nichts zu tun. Die Völkerschauen inszenierten den in Anführungszeichen Wilden eben als Wilden und erfüllten eben auch dieses Bedürfnis des wilhelminischen Bürgertums und auch der Arbeiterschicht, sich überlegen zu fühlen, indem man eben diese Primitivität und Exotik inszenierte. Gegen diese Inszenierung protestieren Modu und Henry mit Plakaten. Angebracht abends, nachdem der Zoo geschlossen hat. Die aktuelle Diskussion, für sie eine Chance. Die Leute hören zu, nehmen vielleicht die Themen viel, viel ernster als vor einem Jahr, jetzt gerade auch durch die Black Lives Matter-Bewegung. Die Menschen fangen langsam an zu verstehen, dass es in Deutschland auch noch ein großes Problem ist, nicht nur in anderen Ländern wie der USA. Die beiden nehmen Kontakt auf zum Tierpark. Ohne Reaktion. Auch ein Interview zu dem Thema will das Unternehmen nicht geben. Lässt aber schriftlich wissen: Aufzeichnungen unseres Archivs belegen, dass Karl Hagenbeck die damaligen Darsteller der Völkerschauen als Gäste verstand und behandelte. Er begegnete seinen Angestellten immer mit Respekt und Würde. Eine Bestrafung mittels Peitsche, wie oft fälschlicherweise beschrieben ist, fand nicht statt. Von Rassismus ist keine Rede. Auch nicht davon, dass die Schauen koloniale Denkmuster verfestigt haben. Immerhin, man wolle zusammen mit der Stadt Hamburg dieses Kapitel der Geschichte weiter aufarbeiten. Madu und Henry würden gerne dabei sein. Sie wünschen sich mehr Informationen. Online, im Zoo selbst und ein Mahnmal. Bleibt uns zum Schluss noch der Blick aufs Wetter. Claudia Kleinert, wie wird's? Pina, es wird so bleiben, eigentlich wie es im Moment ist. Das heißt, große Temperaturunterschiede in Deutschland. Zwar Hochdruckeinfluss, aber immer mal wieder Tiefs, die sich dazwischen mogeln. Das hatten wir jetzt in den letzten Tagen. Auch heute Morgen gab es ja wieder eine Kaltfront. Die zog durch, liegt dann morgen schon südöstlich von uns. Und wir liegen in den nächsten Tagen unter Hochdruckeinfluss. Was nicht heißt, dass es keine Wolken gibt oder auch ab und zu mal ein paar Tropfen fallen können. Und hier auf dem Atlantik, da wartet schon wieder ein neues Tief, das dann über uns hinwegzieht. Und mit so einem Tief kommt dann immer etwas kühlere oder auch kältere Luft zu uns, sodass die Temperaturen immer mal rauf und runter gehen. Das sieht dann ziemlich nach Zickzack aus. So zum Beispiel für Köln. Jetzt erstmal 24 Grad, dann geht es am Donnerstag rauf auf 26. Dann kommt eben schon wieder eine Front, es geht wieder runter. Und so bleibt es auch die nächsten Tage. Im Grunde Sommerwetter, aber eben typisch deutsches Sommerwetter, sodass auch immer mal wieder Tiefs dazwischen kommen und es nicht ganz so einheitlich ist. Jetzt in der Nacht ziehen die letzten Wolkenreste der Kaltfront nach Südosten. Von Nordwesten her lockert es erstmal auf. In der zweiten Nachthälfte kann es dann vor allem an der Nordsee mal kurze Schauer geben. Morgen im Tagesverlauf immer wieder mal dickere Quellwolken. Und direkt am Alpenrand sind auch Schauer und Gewitter möglich. Das gilt insbesondere so für die Region Bodensee rüber bis zum Allgäu. Dazwischen länger Sonnenschein und auch von Ostfriesland rüber bis nach Schleswig-Holstein kann es hier und da ein paar Tropfen geben, ein paar kurze Schauer. Die Kaltfront, die bringt morgen möglicherweise so von Baden-Württemberg bis nach Sachsen noch ein paar Regentropfen. Das wird aber nicht mehr allzu viel sein. Jetzt in der Nacht wird es vor allem nach Norden hin kalt, örtlich sogar einstellige Tiefstwerte. Die dürften jetzt im Juli bei rund 13 Grad liegen, liegen aber morgen früh oft bei 8 bis 10 Grad. Im Süden dann 12 bis 16 Grad und im Laufe des Nachmittags wieder die Zweiteilung. Im Norden gemäßigt 18 bis 22, über der Mitte und dem Süden heiß mit 26 bis eben zum Teil 30 Grad. Das ist dann heiß. Die nächsten Tage bleibt es so ähnlich. Das heißt, ein paar dichtere Wolkenfelder. Am Mittwoch nach Westen hin 23 Grad, im Südwesten 30 Grad. Auch da im Norden ab und zu nass. Direkt am Alpenrand kann es am Mittwoch auch Schauer geben. Hier und da ist auch mal ein Gewitter dabei und etwas kompakter sind die Wolken dann insgesamt am Donnerstag mit sogar bis zu 31 Grad im Südwesten. Sonst Sonne, dichtere Wolkenfelder. Und auch im Norden liegen die Höchstwerte dann meist so bei 22 bis 24 Grad. Dankeschön, Claudia. Und das war es von uns. Hier geht es jetzt weiter mit der Reportage Tiertransporte gnadenlos. Viehhandel ohne Grenzen. Um 0.30 Uhr meldet sich Konstantin Schreiber mit dem Nachtmagazin und wir sind morgen wieder für Sie da. Einen schönen Abend. Tschüss.